Ich sammle die Truppen. Gebt den Weg frei. Wir sind eine Mauer. Ich hab nie mehr Zeit. Ich muss weiter. Der Wind wird stärker. Nicht gut. Und hier bin ich. Endlich. Im Fayum. Ich werde die Agenten des Krokodils aufspüren. Bewegung, los! Hey, was bist du denn für einer?
Ich bin wohl nicht der erste Besucher heute. Sicherheit für alle! Die verstärkte Militärpräsenz im ganzen Fayum macht das Leben aller sicherer! Nick, er ist nicht hier. Ich muss herausfinden, wo mein Informant ist. Sehr viel Zerstörung, aber kein Blut oder Spuren eines Kampfes. Vielleicht konnte er noch fliehen. Diese Schriftrollen verraten mir nichts. Ich sehe mal oben nach. Ach, wer macht denn sowas? Was wolltest du beschützen? Ein Kinderspielzeug. Ich bringe dieses beschissene Krokodil um. Wohlstand für alle. Durch den Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Papyrus und Tinte. Nichts, das mir verrät, wo Hortefrist steckt. Moment. Federn? Von einer Brieftaube? Wohlstand für alle. Die letzten Schätzungen zeigen, dass sich der Reichtum im Fayum vermehrt hat. Dank der Ptolemäer und der Hilfe des Pharao für griechische Investoren haben sich die Profite vervielfacht. Kultur für alle. Die Kombination von griechischem und ägyptischem Wissenschaft. Das ist ein Brief von meinem Informanten. Er scheint geflohen zu sein, aber die Soldaten haben seinen Diener. Wenn sein Diener noch lebt, dann weiß er, wo Hortefrist ist. Sie halten ihn bestimmt im Militärlager gefangen. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Verspricht Frieden und Überfluss. Ein neues Zeitalter des Wohlstands, den griechischen Innovationen sei Dank. Kultur für alle! Die Kombination von griechischem und ägyptischem Wissen schafft ein Klima der Erneuerung! Das Fayum erhebt sich über seine bescheidenen Anfänge. Nach dem Vorbild der griechischen Zivilisation leben Griechen und Ägypter friedlich nebeneinander. Kultur für alle! Der Handel floriert wie nie zuvor und sorgt damit für ein enormes Wirtschaftswachstum der griechischen Unternehmen im ganzen Fayum. Ich schlitze ich auf! Kombination von griechischem und Herr gehört! Bitte seid vorsichtig! Welcher Fluch? Wovon redest du überhaupt? Griechen und Ägypter leben nicht mehr in Harmonie. Die Götter grollen deswegen. Ich bin Nanefer. Ich weiß nicht, ob ich Grieche oder Ägypter bin. Ich bin ein Waisenkind. Keine Harmonie?
Was meinst du damit? Die ägyptische Göttin Vajet schickt Nachtschlangen in griechische Viertel. Nur Griechen wurden getötet. Wir sind nicht mehr im Gleichgewicht. Sieh es dir selbst an. Nördlich der Villa. Na schön. Ich werde es untersuchen. Das war schwerer, als es hätte sein müssen. Anthropäam bistevronde, te udon gnoisethe. Obos seguem serapin ida gera eleu andalasa. Praxeonar, imon, diereffe sintomiki enedete. Dimen, prosimen, kaiosi. Asphalazomun thei imon, epikoene phonon te ke viu. Oh. Nick, was war das? Die Götter zürnen. Das war ganz nahe im Norden. Muss wohl etwas mit dem Fluch zu tun haben. Was war hier los? Ich höre mich mal um. Ich rieche das verbrannte Fleisch. Ah, eine Schlange! Sie werden in den Krügen transportiert. Noch ein von Wajet verfluchter Fremder. Schon der dritte diese Woche. Diese lausigen Griechen haben nichts anderes verdient, wenn du mich fragst. Aber was weiß ich? Ich bin ja nur ein einfacher ägyptischer Hauswart, der diesen Scheißkerl hinterherputzt. Ey, Vorsicht, was du sagst. Es gab Tote. Ich muss mich hier umsehen. Was du dir ansehen solltest, ist deine Hautfarbe, Söhnchen. Harmonie ist, was wir brauchen. Und nicht noch mehr Vorurteile. Hör zu. Wir haben in einer Höhle unter dem, was vom großen Tempel übrig ist, einen Schrein gebaut. Warum ehrst du dort nicht Wajet mit uns? Ägypter müssen derzeit zusammenhalten. Vielleicht später. Erst sehe ich mich um. Diese Krüge habe ich auch schon im Griechenviertel gesehen. Thank you.
Hier züchten sie die Schlangen. Götter, ich hasse Schlangen. Kommst du, um zu handeln? In Ordnung. Mach's gut und viel Glück. Drei Position gerecht. Aufwendiger Schrein für die Schlangengöttin Wadjet.
ist er dran. Er darf nicht fliehen. Hauswart, die Schlangen waren deine. Du dienst den Griechen? Dann komm her, du nutzloser Ionia-Sklave. Folge den Befehlen deines Herrn wie ein guter griechischer Hund. Ich kämpfe für Ägypten. Und für wen kämpfst du? Ich diene niemandem. Und ich kämpfe für alle. Das hat Ptolemäus Ägypten angetan. Ein Land ohne Gleichgewicht, voller Hass und Zwietracht. Wenigstens kann ich die Geisel retten. Die Männer des Hauswarts halten sie in Panuki fest. Der Hauswart missbraucht die Göttin zum Töten von Griechen. Woher dieser Hass? Aya wäre traurig. Es ist genau das, wovor Nani verwarnte. Ägypten verliert die Harmonie. Kommst du zum Falschen? Günstige Winde und sichere Straßen. Diese junge Frau steht ganz am Rand der Klippe. Ich sollte nach ihr sehen. Wow. Weiteres Werk des Hauswarts. Diese armen Griechen waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Wow. Da vorne ist das Versteck des Hauswarts. Vorsichtig sein. Ach, es stinkt nach verfaultem Fleisch. Aus diesem blöden, stammelnden Griechen da drin. Wir werden ihn Wajed opfern, sobald der Hauswart hier eintrifft. Ein Blutopfer? Das machen die Priester seit Jahren nicht mehr. Unsere Ahnen folgten dem wahren Pfad, bevor falsche Lehren ihn korrumpiert haben. Und deshalb hat Wajed uns auch den verfluchten Griechen überlassen. Nun wenigstens wird er nicht entkommen. Du hast ihn so schwer erwischt, dass er in seinem Blut liegt. Er kann nicht mal stehen.
Wie atme ich? Komm schon, wir löschen da. Vorne ist das Versteck des Hauswarts. Diese Zone ist tabu. Hey! Hey, Buck! Du hättest nicht herkommen sollen! Ja. Was?
noch ein Schrein für die Schlangengöttin Wajet. Kannst du stehen? Serapis, sei Dank! Ich glaube nicht. Ich wurde geschlagen. Ganz ruhig. Ich trage dich raus. Kannst du gehen? Sie schlugen mich, weil sie mich für einen Griechen hielten. Warte, du hast doch gestottert. Bei unserem ersten Treffen hatte ich Angst, da stottere ich eben. Bei den Göttern ist denn nichts wahr? Nun, du lebst, Nanifer. Sei dankbar. Ich lebe, aber Ägypten ist ohne Gleichgewicht. Du musst wissen, Magi, das Gesetz will Harmonie zwischen allen Völkern. Möge Serapis uns einen. Der Kult des Hauswarts ist erledigt. Aber Nanifer hat recht. Ägypten ist aus dem Gleichgewicht. Und das liegt am Orden der Ältesten.